wieder so wie er mag, mein Freund. Oh, wir kommen, glaube ich, näher der Sache. War ein bisschen, sag mal so, passiv. Ich glaube, das geht hier lang. Ich gehe auch noch hier rein in diesen Scheiß-Tunnel, ne? Das ist ja richtig nervt. Warum habe ich keine Taschenlampe? Doch. Aber ist keine richtige Taschenlampe. Ist auch was anderes. Ach, guck mal. Vielleicht muss er auch zu dem runter. Der ist im Dings. Hey, Digga. Muss ich nochmal was fragen? Lauter Taum hier. Hey. Is everything alright? Jetzt, wir müssen immer noch herausfinden, wer ist der scheiß Tattoo-Mieter hier? 210, zweiter Stock. Okay. Also ist diese Tür hier hinter uns. Wir müssen quasi in diese Tür rein. Also quasi in diese Tür rein und dann nach links. Nee, warte mal. Gar nicht nach links. Wir müssen durch die Wand und dann nach links. In die Wand und dann nach links. Okay, das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Okay, wir haben irgendeine Vision wieder. Irgendeine Vision am Start. Hä? Hä? Okay, eingeschlossen. Ah! Wonderful. Thank you, Doctor. Hä? Why specialize in augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. Some would say, das ist alles elektronisch hier. Was war das denn? Irgendein Roboter. Hm? Also das Spiel ist sowas von seltsam abgefuckt, ne? Diese ganze, als wenn die Programmierer irgendwas auf Drogen haben oder was, ne? Ah, okay, da kommt noch was. Hold it steady, goddammit. Ach, die haben jemanden zusammen. Ich verstehe diese ganze Geschichte dahinter nicht. Am Anfang ging es ja darum, dass wir unseren Sohn finden wollten, ja, weil er sich ewig nicht gemeldet hat. Dann haben wir herausgefunden, dass irgendwas mit einem Tattoo, dass die irgendwie hinterher verfolgt wurden und dann das eine Mädchen hatte irgendwie eine Beziehung mit einem Mörder und das war so abgefuckt nachher. Dann muss ich das wieder machen. Was? Ah! Wer bist du denn? Wer bist du? Das ist der Roboter, ne? Was hast du denn da? Das ist den sie zusammengebaut haben. Ach so, ich muss den Dings darin machen. Okay, alles klar. Guck mal her hier. Der Junge braucht hier Strom, Leute. Drin hier. So, mein Freund. Da hast du. Darf ich die Kugel jetzt nehmen? Okay. Hä? Jetzt hab ich sie oder? Nee. Ach, die ist da hinten. Tissue
Das Implantat wurde abgestoßen. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt schwebt alles? Also manchmal muss man sich echt fragen, was haben die Entwickler bloß geraucht, ne? Was ist da los? Das ist einfach abgedreht. Bam! So, da oben ist irgendwas. Ah, ich muss da Strom ranmachen, wa? Kann das sein? Jo. Oh, hoppala. Uiuiui. Uiuiui. Strom wieder. Alter, was ist da los? Uiuiui. Ui. Das ist heftig. Viertelstunde tut er mit sich selber reden, ein Streitgespräch mit sich selber, so ein Dunkel. Ah, ist ein helles Licht. Wir gehen erstmal zum hellen Licht. Ja, 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 ja. Alles ruhig. Wo bin ich jetzt? Alter Schwede, ist das abgedreht. Also wenn du wirklich psychisch ein bisschen labil bist, ja. Und oh, was ist denn jetzt? Wer ist das denn? Ach, das ist der Typ, der die alle kaputt gemacht hat. Guck mal, der sieht aus wie ein Werwolf oder sowas, ne? Ach, jetzt haben wir den Tattoo-Typ gefunden, oder? Ist das der Tattoo-Typ? Doch, ich glaube, das ist er. Jack Kane, da ist es doch. Das ist der Tätowiertyp. Ich glaube, es war der gleiche Typ, der die ganzen Leute hier umgebracht hat, ne? Der halb Werwolf oder was es da sein soll. Darf ich jetzt erstmal eine Pille nehmen, bitte? Klar, am Start. So, das ist Blut, das sehen wir ja. Das ist sehr viel Blut, muss ich sagen. Das ist auch Blut. Da sind nochmal Kratzer. Risswunden. Ja, das sind die gleichen Merkmale, die bis jetzt jedes Opfer hatte, ne? Jedes Opfer hatte bis jetzt, oder wurde so zugerichtet. Das ist natürlich die Frage, ist es wirklich irgendein Vieh? Oder ist es halt wirklich nur, ja, eine Illusion oder sowas, ne? Irgendwas. So, ist das da? Ah. Eine Karte. Ah, der ist im Keller gegangen. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Ach du heilige Mutter Gottes. Irgendwelche Tentakeln und so ein Scheiß, ne? Keine Aktivität erkannt. 69. Okay, der Code ist 69. Ja, wer bist du denn? Das ist der Typ? Der lebt auf dem Dachboden oder was? Komisch, dass er überhaupt hier überall durchpasst, ne? Ich meine, das Vieh war doch immer in den... Scheiß Taube. Okay, der ist hier runtergegangen. Da ist er! Da ist er! Der hat mich verarscht!
What the hell are you, anyway? Da ist er. Ach, guck mal, der hängt jetzt hier drinnen. Was ist das denn für ein Teil? Das ist ja krass. Halleluja, Digga. Was geht ab mit dir, Alter? Du hast es aber schlecht erwischt, muss ich dir sagen. So, so Fallakte wurde aktualisiert. Ach, guck mal, das ist ein richtiger Mensch eigentlich. Und da bin ich ja gespannt, was da abgeht. Hä, was ist das denn? Fernseher? Ey, Leute, komm, was? Ich kann nicht mal so irgendwo rein. Oha. Ach, irgendwas im Mond. Sind wir ein Werwolf oder was? Nicht Victor. Mama muss sich ausruhen. Geh spielen, ja? Wir sind Victor, Alter. Victor, der... Okay, Eltern, Mutter und Vater haben keinen Bock auf uns. Ach, das ist eine Maske, Alter. Wir haben aus irgendwas eine Maske gebaut. Oh, ich sehe nicht durch, Leute. Irgendwas ist Victor, also irgendwie hat er eine sehr schwere Kindheit gehabt. Ach so. Da haben wir den getötet, okay. Ah, okay. So, der Hirsch ist da lang und da ist er. Ah, da ist das, wo wir den Tattoo-Typen gekillt haben. Ah, genau, da sind wir hinterher gerannt. Gekillt. Die Alte beim Tattoo-Shop. Ja, und mit die ganzen Implantate, mit Beine und die Klauen und alles, ist er seinem Werwolf immer näher gekommen, ne? Ach, das waren wir, wo wir dagegen gehauen haben, wo er nämlich in die Küche reingegangen ist, ne? Jetzt sehen wir das, was passiert ist, als wir... Ah, okay. Jetzt sehen wir nämlich, dass er dort lang gelaufen ist. Also wir quasi. Wir sehen es ja denn aus unserer Sicht. Und wie wir halt hinterher gesprungen sind und diesen halt angreifen wollten, ne? Jetzt sehen wir alle mal die Opfer. Ich bin dieser Virus.